Hallo, heute ist Donnerstag und ein guter Tag in Wien beginnt mit der neuen U-Bahn, weil die ist total barrierefrei. Es ist völlig okay, wenn man eine Sucht hat. Das Wichtigste ist, dass man sie unter Kontrolle hat. Darum kaufe ich immer, wenn sie im Aktion ist. Ich versuche immer das Gute und Positive in Menschen zu sehen, aber wenn die Leute begegnen und die anschauen so und Gartenzwerg sagen, ich möchte jetzt nicht, dass ihr alle glaubt, ich werde jeden Tag so blöd angesprochen, bestimmt nämlich nicht. Es passiert nur ab und zu. Aber wenn, dann sind's. Aber wenn's passiert, dann kann's schon sein, dass das ein ziemlich blöder Sack ist. Weil Kinder sind okay, aber wenn's alte Menschen machen, ist es immer sehr, sehr blöd. Und mit alten Menschen meine ich natürlich Erwachsene. Und das gilt für Männer und Frauen genauso. Wobei Männer oft die blöderen Sprüche lassen. Wisst ihr, nicht alles an Behindertsein ist schlecht. Ich weiß zum Beispiel als Behinderter, wie sich Superstars fühlen. Es ist so, an guten Tagen, wenn man wirklich gut drauf ist, dann denkt man sich einfach, wow, ich bin so berühmt, darum starren mich die Leute immer an. Und ich denke mir, genauso muss es Superstars geben, weil die auf der Straße immer erkannt werden und angesprochen werden. Das Tolle ist, mittlerweile werde ich nicht nur blöd angesprochen, weil ich behindert bin. Nein, die Leute kennen mich von YouTube. We are the champions. We are the champions. Woohoo! Der Termin heute geschäftlich war super. Ich werde nächste Woche am Donnerstag die Paralympic School Games hier in Wien moderieren und ihr seid bei Snapchat. Wie gesagt, hier arbeite ich gerade an dem Video, das eigentlich heute um 16 Uhr online gehen soll, aber ich werde es erst morgen schaffen. Ich war nämlich Bärlauch pflücken und es gibt Bärlauchpesto. Und wie ich das gemacht habe, seht ihr morgen im Video. Ob es mal wirklich ein Video gibt, hängt davon ab, ob mein Schnittprogramm endlich mitspielt. Falls nicht klar sein sollte, wo ich wohne. Hallo, es ist Samstag und ich bin gerade am Weg zu meinem letzten geburtstäglichen Abend. Ich habe ja am Mittwoch Geburtstag gehabt und war jetzt eigentlich jeden Abend irgendwie unterwegs und heute gehe ich bowlen und ich werde euch ein paar Würfe zeigen und mal schauen, weil das soll nämlich alles barrierefrei sein und das ist ziemlich spannend. Denn im Grunde ist eine Bowlingkugel ja fast so groß wie mein Rumpf. Und da bin ich gespannt, wie das Ganze in der Praxis funktioniert. Damit werde ich jetzt gleich bowlen. Ich bin gespannt, ob es funktioniert. Mein erster Wurf, eine 9. Ich habe nicht daneben geworfen. Yeah! Ich habe sogar ein Spiel gewonnen beim Bowling. Es ist echt sehr cool, ich kann jedem Rollifahrer nur empfehlen herzukommen. Es ist super. Ich bin hier in Alt-Erla Bowling. Ist ein bisschen schwer zu finden, aber es geht. Und solange man nicht aufs Klo muss, kann man gerne. Die Toilette ist nämlich echt beschissen. Sie ist kaputt, vollgerammt und es funktioniert gar nichts. Außerdem musste sie vorher ausgeräumt werden und es gibt zwei Türen, die rausführen und keine kann man zusperren. Echt traurig. Haben Sie Wien schon bei Nacht gesehen? Haben Sie das schon erlebt? Ja, hallo ihr Lieben, heute ist Sonntag und ich fühle mich irgendwie nicht kamerasexy. Warum gibt es nur ein Standbild von mir? Der große Topf. Ein Großstadtassistenten in seiner natürlichen Umgebung.
im Wald. Das war's für die erste Woche. Ich werde wahrscheinlich morgen, spätestens Dienstag, diese erste Snap Week auf YouTube.